Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch bei Gameplay Gamers, je nachdem, wo ihr euch dieses Video gerade anschaut. Heute stelle ich euch die Anime-Serie Pumpkin Scissors vor. Ist bei Nippon Art erschienen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz normal die Box und erzähle euch auch was zur Serie. Hier vorne habt ihr dann ein Cover mit einer wichtigen, mit der Hauptfigur eigentlich aus der Serie. Hier unten dann das Logo. Und im Hintergrund natürlich noch ein weiterer Charakter aus Pumpkin Scissors. So sieht die Box dann von der Seite aus. Hier kann man dann erkennen, das Toxic Sushi und Nippon Art Label ist abgebildet. Hier dann eben nochmal ein Artwork, daneben das Logo. Hier unten die Angabe, dass es von Studio Gonzo gemacht wurde und dass 5 DVDs in dieser Box enthalten sind. Ja, und hier, so sieht dann die Rückseite aus. Ich halte euch das gerne in die Kamera. Ich hoffe, man kann es lesen. Dann könnt ihr ein bisschen was über die Charaktere lesen. Also das ist jetzt zum Beispiel Lieutenant Alice Melvin. Und hier ist dann auch die Angabe, dass 24 Episoden in dieser Box enthalten sind. Das steht aber auch nochmal hier. Die Serie gibt es in Deutschland zumindest nur auf DVD. Ich habe keine Blu-ray-Fassung davon gesehen. Alle Folgen liegen im Format 16:9 vor, Sprachen und Ton. Da haben wir eine japanische Tonspur in Dolby Digital 2.0 und Dolby Digital 5.1 auf Deutsch. Also da ist die deutsche Tonspur dann doch ein klein wenig besser. Es gibt auch deutsche Untertitel, wenn man sich auf Japanisch anhören möchte. Und Laufzeit beträgt etwa 600 Minuten. Also kann man dann schon von einer ganz normalen Länge einer Anime-Folge ausgehen. Und als Extra sind dann wieder Poster und Sticker vorhanden. Und lasst euch hiervon nicht irritieren. Ich habe diese Box als Muster von Nippon Art erhalten und habe die natürlich auch vor einiger Zeit schon rezensiert. Wenn ihr also dann große inhaltliche Fragen habt oder auch wissen wollt, wie mir die Serie allgemein gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne mein Review auf gameplaygamers.com lesen. Gut, so sieht dann der Schuber aus, wenn ich ihn rausgeholt habe. Ihr seht mal wieder das FSK-Logo, befindet sich jetzt nur auf der Innenseite. Hier außen wird es vermutlich dann im Laden nur aufgeklebt sein, kriegt man also relativ leicht ab. Hier hinten ist dann noch einmal ein Emblem zu sehen von der Imperial Army SS3. Und diese Anime-Serie, man kann das auch vom Stil so ein bisschen erkennen. Also die spielt nach einem Krieg. Ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt gewonnen wurde oder verloren war. Ich denke aber mal, man hat den irgendwie... ist schon etwas länger her, wo ich ihn gesehen habe. Jedenfalls, man hat sich sehr an... ja, der Kleidung vor dem Ersten Weltkrieg und so Ende des 18. Jahrhunderts orientiert und auch die Charaktere tragen deutsche und englische Namen. Also man war jetzt nicht so ganz konsequent, hat jetzt gesagt, hey, das spielt jetzt irgendwie in Deutsch, hat eine alternativen Variante, es ist dann schon eine fiktive Welt. Ja, so sieht das dann jedenfalls aus, wenn man es aufklappt. Es sind dann halt recht viele schöne Artworks dabei und dann eben auch wieder hier das Poster und den Aufkleber. Den Aufkleber, der ist hier wieder in vier Lagen abziehbar, so wie ich das sehe. Und dann einfach noch das Poster. Also jetzt nichts groß Weltbewegendes. Ist jetzt endlich mal ein bisschen größer als die sonstigen Nippon Art Poster, weil die sind manchmal tatsächlich nur DIN A4. Finde ich ganz gut, dass das hier was schöner und was größer ist. Aber hat mir jetzt, sage ich mal, nicht so viel gebracht oder interessanterweise klebe ich das hier jetzt anders ein. Sehe ich gerade auch mal. Also ich bin ja nicht so der Fan von Postern, die aufzuhängen. Also besonders bei so kleinen, da kaufe ich mir dann doch schon lieber richtig große Poster, um die an meine Wände zu hängen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr netter Anime, ist eine nette Geschichte, die erzählt wird. Mich hat der Anime jetzt nicht so ganz umgehauen, deswegen sage ich halt auch nur nett. Also da gibt es definitiv Besseres. Aber vielleicht seht ihr das hier anders. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euch Pumpkin Scissors gefallen hat. Seht ihr das vielleicht ganz anders? Denkt ihr, das ist einer der besten Anime, die es gibt? Dann schreibt mir das mal, begründet das. Bin schon sehr gespannt darauf, mit euch darüber zu diskutieren. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!